Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe mir diesen EP nach längerer Recherche für mein Heimnetzwerk gekauft, da mir das WLAN meiner Fritzbox nicht performant genug war. Nach nun ein paar Wochen testen, kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Die Reichweite ist um einiges besser als bei der Fritzbox, vor allem die 5 GHz Reichweite. Zur Geschwindigkeit kann ich nur sagen, sie reicht auf alle Fälle aus. Ich habe leider kein Gerät da, was die volle Bandbreite der AC-Standards ausnutzen kann. Es sind in der Regel 5 bis 7 Clients ständig mit dem EP verbunden und ich konnte keine Leistungseinbußen feststellen. Was mir sehr gut gefällt, ist die Controller-Software. Bei dieser kann ich sehen, wer genau mit welchem EP verbunden ist und unter anderem wie viel Traffic verursacht. Dazu kann man auch Clients blocken, einen Gastzugang einrichten, bis zu 4 Seeds pro EP ausstrahlen, Channelbreite festlegen, man kann sogar seinen Gebäudeplan hochladen und die Controller-Software erstellt und dann eine Heatmap, wobei ich dazu sagen muss, das Ganze ist relativ für die Füße, da man keine Wände etc. einfügen kann, aber wenn man mehrere Apps hat, hat man damit eine gute Übersicht, wo welcher EP hängt. Das Teil hat also schon viele Features, die man sonst nur aus größeren Firmennetzen kennt. Leider gibt es auch einen Mangel. Wie hier schon jemand geschrieben hat, unterstützt der EP momentan nur die Kanäle 36 bis 48 im 5 GHz Band. Ich hoffe, das wird noch nachgebessert. Raute Edit 19.10. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.